Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei dem Referendum in Griechenland zeichnet sich eine klare Mehrheit gegen die Sparauflagen der internationalen Geldgeber ab. Die Griechen sollten entscheiden, ob sie die Forderungen der Gläubiger für neue Hilfen akzeptieren. Nach ersten Hochrechnungen lag der Anteil der Gegner bei mehr als 60%. Die Linksregierung unter Ministerpräsident Tsipras hatte für ein Nein geworben, weil sie die Bedingungen der Kreditgeber für unannehmbar hielt. Das griechische Fernsehen zeigt erste Auszählungen aus den Wahlkreisen. Zur Stunde zeichnet sich ab, eine Mehrheit der Griechen hat mit Nein gestimmt. Kaum eine Abstimmung in den letzten Jahrzehnten hat das griechische Volk so gespalten wie diese. Ich habe mit Nein gestimmt wegen des Spardiktats, der Rentenkürzungen. Ich habe mit Ja gestimmt, weil ich will, dass wir in Europa bleiben. Noch vor den Wahllokalen hatten die beiden Lager um Stimmen geworben. Ja oder Nein zu neuen Sparauflagen. Darüber galt es für die griechische Bevölkerung abzustimmen. Vielen ging es um eine Grundsatzfrage. Wir entscheiden, ob wir mit Europa verbunden bleiben oder einen Weg gehen, von dem wir nicht wissen, wohin er führt. Tsipras will im Euro bleiben. Einen Bruch mit Europa sieht er in einem Nein zu weiteren Sparauflagen nicht, sondern ein Signal an die Europäer. Als Festakt bezeichnet er den Tag des Referendums. Ich bin sicher, dass wir für morgen einen Weg für alle Völker Europas geöffnet haben werden. Einen Weg der Rückkehr zu den Gründungsprinzipien der Demokratie und der Solidarität in Europa. Der Tenor derjenigen, die an ein Ja appellierten, wie auch Oppositionsführer Antonis Samaras, war ein ganz anderer. Mit einem Nein werde die europäische Zukunft Griechenlands aufs Spiel gesetzt. Heute entscheiden wir Griechen über das Schicksal unseres Landes. Wir wählen Ja zu Griechenland, Ja zu Europa. Entscheidend aber wird auch sein, wie die anderen Euro-Staaten auf das Ergebnis reagieren werden. Griechenland ist faktisch zahlungsunfähig. Zum Stand in Athen jetzt live Peter Dahlheimer. Es sieht nach einem deutlichen Erfolg für Regierungschef Alexis Tsipras und seiner Ochi-Strategie aus. Es könnte durchaus, wie wir schon mehrfach gehört haben, bei 60-40 liegen. Ministerpräsident Tsipras hat sich in seinen Amtssitz zurückgezogen, um sich vorzubereiten auf eine Siegesfeier, die heute Abend hier in Athen geplant ist. Vielleicht wird er hier auf dem Syntagma-Platz aufkreuzen, wo gerade die Vorbereitungen für eine solche Siegesfeier laufen. Sie hören vielleicht den Lärm im Hintergrund. Damit scheinen die Griechen Nein zu sagen zu einem Hilfsprogramm, das sie schon seit Jahren als gescheitert betrachten. Und riskieren damit unter Umständen auch das Ausscheiden aus der Eurozone. Jetzt blickt alles ganz gespannt nach Brüssel und nach Frankfurt. Wie werden weiter Notfallkredite gewährt werden, um die griechischen Banken am Leben zu erhalten? Wie lange noch? Lange genug, um weitere Verhandlungen mit den Geldgebern zu führen und zum Abschluss zu bringen? Werden die Geldgeber überhaupt noch mit den Griechen reden wollen? Die Chefunterhändler der Delegation wollen sich noch heute Abend oder morgen früh auf den Weg nach Brüssel machen, um Verhandlungen aufzunehmen. Die Frage ist, ob dort jemand mit Ihnen verhandeln will. Und damit zurück nach Hamburg zu Susanne Daubner. Nach dem Referendum steht Griechenland vor einer ungewissen Zukunft. Das jüngste Rettungspaket ist offiziell zum 30. Juni ausgelaufen und es ist völlig unklar, ob und wann das Land an neue Hilfsgelder kommt. Zu den Reaktionen heute Abend in Brüssel live aus unserem Europastudio Rolf-Dieter Krause. In Brüssel, so haben es die maßgeblichen Gesprächspartner der Griechen vorher angekündigt, wird es heute vorerst keine Reaktion geben. Weder die EU-Kommission noch die Eurogruppe wollen sich auf der Grundlage von Hochrechnungen oder Teilresultaten äußern. Man wartet das Endergebnis ab und ist da auf alles vorbereitet. Ein griechisches Ja wäre hier so verstanden worden, dass die griechische Bevölkerung mindestens im Grundsatz bereit ist, Reformen gegen Hilfszahlungen zu akzeptieren. Das würde neue Verhandlungen ermöglichen.
Die wären bei einem Nein, wie es sich jetzt abzeichnet, völlig in Frage gestellt. Die von der griechischen Regierung geäußerte Erwartung, dass es nach einem Nein sehr schnell eine Einigung mit den Geldgebern geben könne, ist von maßgeblichen Mitgliedern der Eurogruppe schon vor Tagen zurückgewiesen worden. Viele in Brüssel befürchten jetzt eine weitere Verschlechterung der sozialen Lage in Griechenland. Die ersten Dienststellen der EU-Kommission richten sich darauf ein, dass humanitäre Hilfe nötig werden könnte. Zurück nach Hamburg. Ein Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone dürfte nach einem Bericht des Handelsblatts in den kommenden Jahren Milliardenlöcher in die Haushaltsplanung von Finanzminister Schäuble reißen. Bundesbankpräsident Weidmann habe in der Kabinettssitzung am Mittwoch vor den Folgen eines Grexits für den Bundesbankgewinn und damit auch den Haushalt gewarnt, heißt es unter Berufung auf Regierungskreise. Bundeskanzlerin Merkel reist morgen nach Paris, um mit Frankreichs Präsident Hollande über die Konsequenzen aus dem griechischen Referendum zu beraten. Zu weiteren Reaktionen in Berlin, Tina Hassel aus unserem Hauptstadtstudio. Politiker aller Parteien werden heute dafür sorgen, dass ihre Smartphones noch genug Akku haben. Denn nach dem immer wahrscheinlicheren Nein besteht erheblicher Gesprächsbedarf. Heute Abend werden sich auch hier keine Regierungspolitiker vor die Kamera wagen. Zu groß ist die Ratlosigkeit. Offensichtlich hatte man sich bis zuletzt an das Prinzip Hoffnung geklammert. Jetzt warten alle erst mal ab, wie Regierungschef Tsipras nun auftritt. Aus dem Regierungslager hören wir, dass das Vertrauen in ihn nachhaltig zerstört sei. Die Kanzlerin wird ein Nein in eine noch schwierigere Situation bringen. Schon jetzt will ein Drittel ihrer Fraktion keine weiteren Hilfen. Dieser Widerstand wird nun noch größer werden. Einen Referendumsrabatt soll es nicht geben, heißt es. Nicht Europa habe sich schließlich von Griechenland abgewendet, sondern die Griechen von Europa. Triumphiert wird heute einzig bei der Linksfraktion. Für sie ist das jetzt der Testfall, ob man nun bereit ist, den Wählerwillen der Griechen zu respektieren. Und damit zurück zu Susanne Daubner. Zum Referendum in Griechenland zeigt das Erste einen Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Über die weitere Auszählung und die Reaktionen halten wir Sie auch auf tagesschau.de auf dem Laufenden. Nach 4 Wochen Streik gibt es im Tarifkonflikt bei der Post eine Einigung. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi teilten am Abend mit, sie hätten sich auf ein umfangreiches Paket verständigt. Es sieht vor, dass die rund 140.000 Beschäftigten zum Oktober dieses Jahres eine Einmalzahlung von 400 Euro erhalten. Zum Oktober 2016 sollen die Einkommen um 2% steigen und ein Jahr später noch einmal um 1,7%. Der Kündigungsschutz soll bis 2019 verlängert werden. Bei der für Verdi entscheidenden Forderung, die regionalen Paketgesellschaften in den Haustarif einzugliedern, konnte sich die Gewerkschaft nicht durchsetzen. Zum Ergebnis der Verhandlung jetzt live Wolfgang Banner. Ja, die Einigung für Verdi muss eine bittere Pille sein, denn die sogenannten Regionalgesellschaften waren der Hauptstreitpunkt für Verdi und auch der Grund für den langen Arbeitskampf von 4 Wochen. Denn zu Anfang des Jahres hatte die Post ihre Paketzusteller ausgelagert in Subunternehmen. Das Prinzip dort, gleiche Arbeit, aber weniger Geld, denn dort gilt ein anderer Tarifvertrag. Und das wollte Verdi rückgängig machen und damit konnte sie sich heute nicht durchsetzen. Das heißt, es bleibt bei diesen Regionalgesellschaften. In den langen und zähen Verhandlungen mit der Deutschen Post AG im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr hat Verdi aber einen aus ihrer Sicht wichtigen Teilerfolg errungen. Denn es soll zu keinen weiteren Auslagerungen kommen. Das heißt, die verbleibenden Paketzusteller sollen auch weiterhin bei der Deutschen Post AG beschäftigt bleiben. Und auch wichtig für alle Postkunden, der Streik endet in der Nacht von Montag auf Dienstag. Es dürfte aber noch ein Weilchen dauern, bis alle gelagerten Briefe und Pakete zugestellt werden. Und damit zurück zu Susanne Daubner. Die AfD hat auf ihrem Parteitag in Essen einen Parteivorstand gewählt, in dem Vertreter des national-konservativen Flügels dominieren. Die sächsische Landesvorsitzende Petri war gestern zur ersten Vorsitzenden gewählt worden. Als zweiter Parteichef wird der Volkswirtschaftsprofessor Meuthen die Partei führen. Der AfD-Chef von Brandenburg-Gauland wurde einer der Stellvertreter. AfD-Gründer Lucke, der bei der Wahl Petri unterlegen war, will in den nächsten Tagen entscheiden, ob er in der Partei bleibt.
US-Außenminister Kerry hat vor einem Scheitern der Atomverhandlungen mit dem Iran gewarnt. Wenn bis zum Ablauf der Frist am Dienstag eine Vereinbarung erreicht werden solle, müssten jetzt harte Entscheidungen getroffen werden, mahnte Kerry in Wien. Teheran verhandelt seit Monaten mit den 5 UN-Vetomächten und Deutschland. Ziel der Übereinkunft ist es, zu verhindern, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. Die Speicherstadt im Hamburger Hafen und das nahegelegene Kontorhausviertel sind jetzt Weltkulturerbe. Sie wurden heute vom zuständigen UNESCO-Komitee in die prestigereiche Liste aufgenommen. Der Naumburger Dom bekommt eine zweite Chance, sich erneut zu bewerben. Auf der UNESCO-Liste stehen inzwischen weltweit mehr als 1020 Natur- und Kulturstätten, 40 davon in Deutschland. Mit der Hamburger Speicherstadt und dem angrenzenden Kontorhausviertel mit Schielehaus wurde Architekturgeschichte geschrieben. So sieht es das UNESCO-Welterbekomitee. Jetzt hat Hamburg sein erstes Weltkulturerbe. Heute Vormittag die Bekanntgabe in Bonn mit Hammerschlag und Jubel bei der Hamburger Delegation. Dass das jetzt auf dieser Liste ist, das ist, finde ich, für eine Stadt, die mit Architektur ja immer eine besondere Beziehung gehabt hat und noch hat, ist das, glaube ich, wirklich ein hundertprozentiges Glücksgefühl. Der Dom in Naumburg an der Saale kam hingegen nicht auf die Liste, bekommt aber nächstes Jahr eine zweite Chance. Ebenso muss die Bewerbung der Wikingerstätten in Nordeuropa, an der Deutschland beteiligt war, nachgebessert werden. Sorge bereitet dem UNESCO-Welterbekomitee die Zerstörung von bereits bestehenden Kulturstätten durch die Terrormiliz Islamischer Staat. Terroristische Zerstörungen, barbarische Zerstörungen von Terrororganisationen müssen als Kriegsverbrechen geächtet und geahndet werden. Zweitens, wir wollen den Staaten beistehen. Insgesamt gab es dieses Jahr 36 Nominierungen. Auf die Welterbeliste haben es unter anderem der Botanische Garten in Singapur, die Weinberge und Weinkeller der Champagne und die Festung von Diyarbakır in der Türkei geschafft. Ihre Repräsentanten dürfen wie die Hamburger auf den Erfolg anstoßen. Die deutsche Lyrikerin Nora Gomringer hat den diesjährigen Bachmann-Preis gewonnen. Die Jury im österreichischen Klagenfurt zeichnete die 35-Jährige für ihren Text Recherche aus. Darin geht es um die Selbsttötung eines Jugendlichen. Die Jury würdigte den Text als Werk voller Anspielungen mit ständigen Perspektivwechseln. Der Bachmann-Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und gilt als die wichtigste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur. Er ist nach der österreichischen Autorin Ingeborg Bachmann benannt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat sich mit einer weiteren Niederlage von der Weltmeisterschaft in Kanada verabschiedet. Das Team von Trainerin Knight verlor im Spiel um Platz 3 gegen England in der Verlängerung mit 0:1. Das Endspiel bestreiten heute Titelverteidiger Japan und Olympiasieger USA. Riesenenttäuschung bei den deutschen Fußballfrauen nach der Niederlage gegen England. Dabei vergibt Deutschland eine Vielzahl an hochkarätigen Chancen. 0:0 nach 90 Minuten, in der zweiten Hälfte der Verlängerung dann dieses kurze Halten von Kemme im Strafraum. Die Folge: Elfmeter für England, den Williams in der 108. Minute verwandelt. Eine unnötige Niederlage, denn auch danach werden beste Chancen fahrlässig verschenkt. So bleibt Deutschland nur Platz 4 bei der WM in Kanada. Der deutsche Radprofi André Greipel hat die zweite Etappe der Tour de France gewonnen. Am Ende der 166 Kilometer langen Strecke durch die Niederlande von Utrecht nach Zeeland setzte sich Greipel im Sprint durch. Er hat die erste Sprintchance genutzt, André Greipel. Und er die zweite Chance auf Gelb wieder knapp verpasst, Toni Martin. Der Wind zerteilte schon früh das Fahrerfeld. Vorne mit dabei Toni Martin und André Greipel. Die Entscheidung fiel auf der Osterschelde in Südholland. André Greipel aus Rostock setzte sich im Sprint gegen den Slowenen Peter Sagan durch und wurde mit mehr als dem Etappensieg belohnt. Dritter wurde Fabian Cancellara aus der Schweiz, der dank Zeitgutschrift die Führung im Gesamtklassement übernahm, 3 Sekunden vor Toni Martin. André Greipel freut sich zudem über das grüne Trikot des Punktbesten. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 6. Juli. Heute Nacht überquert uns die Kaltfront eines Atlantiktiefs. Dabei gibt's Unwetter mit Starkregen. Auch großkörniger Hagel, Orkanböen, selbst Tornados sind möglich.
Es bestehen entsprechende Warnungen des deutschen Wetterdienstes. Während die Unwetter im Osten ankommen, beruhigt es sich von Westen wieder. Morgen gibt's im Osten und Süden zunächst noch teilweise heftige Gewitter, sonst scheint vielerorts die Sonne. Heute Nacht in der Eifel 10, in der Lausitz bis 23 Grad. Morgen 18 Grad auf Sylt bis 32 am Oberrhein. Am Dienstag meist sonnig und wieder heißer, ab dem Nachmittag von Westen zum Teil unwetterartige Gewitter. Am Mittwoch deutlich kühler und windig, im Norden fällt gebietsweise Regen, sonst freundlich. Am Donnerstag erwartet uns ähnliches Wetter. Wir melden uns wieder mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen gegen 22 Uhr in der Sendung Günther Jauch. Darin aktuelle Informationen zum Referendum in Griechenland sowie Fragen von Karin Mioska an den Präsidenten des EU-Parlaments Martin Schulz. Und nun zum Referendum in Griechenland, der Brennpunkt mit Sigmund Gottlieb aus München.